Servus, ich bin Andi und in diesem Video soll es um meine neueste Anschaffung gehen, dem Hedy PL2. Das ist ein Kreuzlinienlaser. Was da die Vorteile sind, wie ich das Ganze in Betrieb genommen habe und montiert habe, möchte ich in diesem Video zeigen. Ja, in der Regel hat man ja ein So-Teil, wie hier bei mir so im Brett, das größer ist als das Werkstück, das man gewinnen möchte. Ich lasse ganz gern ringsherum so 8 bis 10 mm stehen, oben 2, unten 2. Das heißt, die Positionierung, also das Antasten auf den 100. Millimeter ist gar nicht notwendig. Deswegen fahre ich das mit dem Laser sauber an und nulle. Das funktioniert hervorragend und geht super schnell. Und wie das Antasten sogar bei so einer geschwungenen Kante funktioniert, zeige ich jetzt gerade mal. Ja, man hat es im Video schon gesehen, der Laser ist super sichtbar. Obwohl ich hier 40 Watt LED-Licht habe und die Kabine taghell ist, ist der Laser super sichtbar. Die reflektierende Oberfläche oder das Holz, das ja doch viel Licht schlug, hat mir ein bisschen Sorgen gemacht, aber unbegründet, hat man ja gesehen, super sichtbar. Ich habe den Laser auf eine Funktionstaste gelegt, ich aktiviere ihn jetzt mal. So sieht das Ganze aus. Ich habe hier ein Aluprofil montiert und der Laser ist so von hinten dran geschraubt. Ich zeige es mal in einer Nahaufnahme. So toll der Laser auch ist, eine Sache stört mich. Das Kugelgelenk. Das Kugelgelenk ist schon gut gemacht. Nur hat es nicht ganz die Festigkeit, die ich mir wünsche. Es ist nämlich so, die Maschine wiegt 400 Kilo. Und wenn es scharf in die Ecken fährt, entstehen hier Wahnsinnsvibrationen. Die Vibrationen sind so heftig, dass ich sogar das Stativ von der Kamera vom Gestell entkoppeln musste. Hier mal ein Foto. Und ich mache mir einfach Sorgen, dass durch diese ständigen Vibrationen sich der Laser verstellen könnte. Und deswegen konstruieren wir einen eigenen Halter. Hier kann man schon sehen, wie es ausgeklinkt wird. Das soll dann so montiert werden. Und so kommt der Laser drauf. Und das machen wir jetzt. Als erstes habe ich mit der Tischkreissäge einen Block zugeschnitten, der in etwa die Größe von dem späteren Halter haben wird. Der Schraubstock ist schon montiert. Nun werden mit einer Feile die Kanten etwas entgradet, damit sie beim Spannen nicht im Weg sind. Der 6 mm Vierschneider ist auch schon eingespannt. Als ersten Schritt werden die Seiten rechts und links geplant. Als Kühlung kommt eine Minimalmenge Schmierung zum Einsatz. Das Werkstück ist nun umgespannt und ist jetzt quasi auf dem Kopf. Und wie auch zuvor wird erstmal geplant. Als nächstes wird diese Stufe gefräst. Ich mute meinem Fräser etwas zu viel zu, aber dazu später mehr. Der Fräser bzw. die Fräser kreischen ganz fürchterlich. Ich habe völlig falsche Werte für Drehzahl und Vorschub gewählt. Ich war der Meinung, ich könnte das alles aus dem Bauch machen, obwohl es dafür eine super Excel-Liste gibt. Naja, machen wir es eben beim nächsten Projekt besser. Genau aus diesem Grund möchte ich auch nichts zu meinen Schnittdaten erzählen.
bevor wir zum Offensichtlichen kommen, die Späne sehen richtig klasse aus. Ich bin total begeistert, auch wenn sich der Fräser schlimmern hört. Ja, aber wirklich schade um den Fräser. Das zweite Werkzeug, ein nagelneuer Holix 8mm Dreischneider. Let's go! Also ab der Stelle habe ich echt keine Lust mehr gehabt und wollte schon alles hinschmeißen. Ich zerspane Alu nicht zum ersten Mal und so Probleme habe ich noch nie gehabt. Warum der Fräser sich so zugesetzt hat, ist mir echt ein Rätsel, da er sich super angehört hat. Naja, jetzt will ich es beenden, deswegen der dritte Fräser, ein 6mm Einschneider. Da nicht mehr viel geblieben ist, habe ich meine Frässtrategie etwas geändert. Der Winkel ist nun endlich fertig und nun folgt das Loch bzw. die Tasche für den Laser. Ich habe das Werkstück wieder umgespannt. Man kann die kleine Stufe sehen. Ich habe ein kleines Programm geschrieben, plane einfach so weit ab, bis ich die stoppe. Und das mache ich so lange, bis die Stufe verschwindet. Und dieses Mal hört sich der Fräser super an und auch das Fräsbild sieht einfach super aus. Kommen wir zum letzten Schritt. Mit einem 90 Grad Gravierstichel mache ich noch eine schöne Gravur. Mit roter Farbe erhöhe ich den Kontrast. Ja, der Halter ist jetzt fertig. Ist jetzt doch ganz cool geworden. Ich habe ein paar Probleme gehabt, man hat es ja gesehen. Der Fräser ist gebrochen. Wahrscheinlich habe ich ihm zu viel zugemutet. Wieso der zweite Fräser, der Holix, so geschmiert hat, anstatt zu zersparen, ist mir echt unklar. Weil da war nagelneu, das dürfte eigentlich nicht passieren. Irgendwas ist da schief gelaufen. Ich muss mal in Ruhe anschauen, vielleicht fällt mir noch was ein. Aber ich muss sagen, die Späne, die sehen ja mal richtig cool aus. Genauso muss das aussehen. Okay, ich habe das Werkstück komplett entgradet, hier einen Schnitt gemacht mit der Flex, ein Gewinde geschnitten und Loch gebohrt. Der Laser passt hervorragend rein. Diese Schraube wird gespannt und jetzt wird das Ganze montiert. Als nächstes zeige ich noch, wie ich den Laser ansteuere und dann geht es an die Kalibrierung. Die Ansteuerung ist sehr anspruchsvoll, deswegen habe ich bei der Skizze die größte Mühe gegeben. Okay, wir sehen hier meinen CNC-Controller, der ist von der Firma CNC Graf und hier sind die digitalen Ausgänge. Geschaltet 24 Volt. Hier bei mir Pin 4 gehe ich auf die Spule vom Relais und die andere Seite ist geerdet. Dann habe ich hier diesen Kontakt. Da ist ja hier einmal der Abgriff, der hat Dauer 24 Volt und der Schließerkontakt, mit dem gehe ich hier in einen DC-DC-Wandler. Der macht aus 24 Volt 5 Volt. Hier in den Inneneingang, also die 24 Volt, die andere Seite wieder die Masse. Und der Ausgang geht einfach in den Laser. Ein Ausgang Minus ist logischerweise auch geerdet. Der Laser ist montiert und nun soll es um den Offset zwischen Laser und Fräserspitze gehen. Ich habe ein kleines Programm geschrieben mit einem Fadenkreuz und einer kleinen Gravur. Die Koordinaten von der Fräserspitze kenne ich natürlich. Nun geht es darum, den Laser perfekt in die Mitte zu bringen. Nun kenne ich den Offset zwischen der Fräserspitze und dem Laserkreuz. Und nun noch ein bisschen was fürs Auge. Wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Danke fürs Einschalten. Es ist zwar nicht alles ganz so glatt gelaufen, aber gehört ja auch dazu. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.